Okay, Lorena, wenn wir jetzt von digitalem Selbstschutz sprechen, dann impliziert das ja im Prinzip, dass es auch jemanden gibt, vor dem wir uns schützen müssen. Wer könnte das denn sein? Ach, zum Beispiel die Kleinkriminellen von nebenan, sag ich mal, die versuchen, Schadsoftware auf deinen Rechner zu spielen, um dir Schaden zuzufügen, deine Bankdaten irgendwie auslesen, um dann in deinem Namen einkaufen zu tun. Okay, ich weiß nicht, ob ich so wichtig bin. Ich habe keine Millionen auf dem Konto. Ich bin jetzt keine so wichtige Person, glaube ich. Warum sollte ich mich da schützen? Naja, also so abwegig ist das nicht, weil es ganz viele Angriffsszenarien in diese Richtung geht. Ja, also vielleicht hast du schon von Ransomware gehört. Das ist Software, die deine Daten verschlüsselt und dann sollst du gegen Lösegeld das entschlüsseln können. Das kann man von jedem erstmal verlangen. Und meistens sind die Daten so wichtig, hat man vielleicht kein Backup oder das Backup funktioniert gerade nicht und man will seine Daten unbedingt wiederhaben und zahlt dann. Dann kriegt man das Geld irgendwo her und diesen Angreifern ist dann egal, ob du derjenige mit den Millionen oder mit den auf dem Konto oder mit den Minusmillionen auf dem Konto bist. Okay, das heißt, ich als Durchschnittsperson wäre auch interessant für Kriminelle. Genau. Ja, oder dein Rechner, also vielleicht nicht du als Person, aber vielleicht ist dein Rechner interessant, um ihn zu missbrauchen, um über deinen Rechner weitere Angriffe zu fahren. Das ist auch ein sehr gängiges Problem tatsächlich für Angriffe, für die viele Rechner gebraucht werden, um Rechenkapazität zu haben. Und wenn die mal am Netz hängen, dann kann man das prima benutzen. Das heißt, dann kriegt man Schadsoftware auf dem Rechner, die die Rechenleistung für Dinge verwendet, die dir nicht so recht sind. Okay, gut, das ist jetzt kriminell, aber ich weiß, ich habe es ja im Vorgespräch mitbekommen, es gibt noch andere Gruppen, die vielleicht Interesse an meinen Daten haben könnten. Ja, es gibt natürlich auch Angreifer, die jetzt nicht auf individuelle Rechner aus sind, also entweder nicht auf dich Persönliches abgesehen haben oder auf deinen Rechner abgesehen haben, sondern die eher große Konzerne angreifen, die viele Kundendaten haben, um diese Kundendaten abzugreifen. Und aus diesen Kundendaten kann man entweder, wenn das jetzt zum Beispiel von Amazon wäre, wo vielleicht deine Bankdaten hinterlegt sind, dann könnte man dadurch an deine Bankdaten kommen und in deinem Namen einkaufen gehen. Oder man könnte sehr viel über Nutzer erfahren und sieht, es gibt Nutzer, die heißen so und so und haben ein Interesse für hauptsächlich Bücher oder hauptsächlich Klamotten oder was auch immer, um diese Daten dann wieder zu nutzen, um damit andere Dinge zu tun. Okay, dann bin ich aber fein raus, weil ich nicht bei Amazon einkaufe. Also es gibt ja zum Beispiel viele Menschen, die haben einen Facebook-Account oder einen Instagram-Account und nutzen den auch gar nicht oder sagen, sie posten darüber nichts Relevantes. Und also gerade so ungenutzte Accounts können zum Problem werden, wenn die gekapert werden und dann in deinem Namen komische Posts abgesetzt werden. Oder wenn man sie nur nutzt, um mal auf ein Like zu drücken, auch dadurch kann man sehr viel über dich erfahren und das wiederum dann für zum Beispiel Werbezwecke oder noch ganz andere Dinge verwenden. Also es gibt, du kannst natürlich sagen, ich nutze kein Facebook und ich gehe nicht, ich mache kein Online-Banking und ich gehe nicht online shoppen, aber irgendwas wirst du online sicherlich tun. Und man kann diese Szenarien auf sehr viele Plattformen übertragen, dass da eben Dinge passieren können, die für Angreifer, die solche Systeme wiederum angreifen, relevant sein können. Also nehmen wir zum Beispiel den Fall Cambridge Analytica, wo sehr viele Daten von Facebook abgegriffen worden sind, um die zu analysieren und also Datenanalysen zu machen, ja, um dann zum Beispiel herauszufinden, welche Interessen diese Nutzer haben. Solche Szenarien sind durchaus relevant, denn solche Datenanalysen sind zwar vielleicht nicht auf dich persönlich abgerichtet, also man sagt jetzt nicht, ich möchte den Oliver Tacke jetzt genau wissen, was du tust, aber durch diese große Analyse von Daten und Zusammenführen mit anderen Daten und anderen Systemen können dir halt indirekt auch wieder Nachteile entstehen. Zum Beispiel, weil sowas dann für das Austarieren von Versicherungstarifen benutzt wird und du dann plötzlich viel teurere Tarife bekommst, aber weißt vielleicht auch gar nicht, warum. Ja, und Unternehmen machen das klar, weil sie damit Geld verdienen. Genau, so ist das. Okay, aber ich als Anwender, ich bekomme ja auch was dafür.
Ja, das ist ja oft so dieses Argument, ich gebe meine Daten und dafür kriege ich Dienstleistungen. Ob das jetzt einem selber gefällt oder nicht, ist natürlich auch eine eigene Entscheidung. Fakt ist auch, dass wir uns dieser Analyse oft gar nicht wirklich entziehen können oder dieser Datensammlung, also ein bisschen schon, aber ist halt sehr anstrengend und es geht nur zu einem gewissen Grad. Trotzdem lohnt es sich, diesen Wirtschaftszweig durchaus zu hinterfragen, weil damit ja auch bestimmte Wertvorstellungen verbunden sind. Ja, wie viel wert sind meine Daten? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich bestimmte Dienstleistungen aufgrund meiner Daten bekomme? Also das Beispiel Versicherungen, was ich ja auch gerade gebracht hatte, das stellt ja unser Solidaritätsprinzip eigentlich in Frage. Ja? Und das muss man sich einfach mal klar machen. Was bedeutet das eigentlich, was wir hier tun? Was bedeutet das, wenn ich meine Daten für eine Dienstleistung hergebe? Und sind diese Daten eigentlich so viel wert wie für die Dienstleistung? Ja? Und das ist oft gar nicht klar, weil man gar nicht weiß, wie viel wert meine Daten sind. Ja, ich habe da ein Beispiel, muss ich jetzt gerade noch mal einschieben, weil ich das immer ganz toll finde und meine Studenten finden das auch immer ganz toll, wenn ich ihnen von Tinder erzähle. Spitzen Sie die Ohren. Ich habe mal Tinder ausprobiert und wollte wissen, wie das Ding funktioniert, weil ich ja mit meinen Studenten über digitale Tools rede. Und stell dann aber fest, ich muss mich bei Tinder anmelden mit einem Facebook-Account. Ich kann mich bei Tinder nur anmelden oder ich kann Tinder nur benutzen, wenn mein Facebook-Account auch mindestens 50 Freunde hat. Fand ich super spannend, weil ich das erste Mal einen Umrechnungskurs bekommen habe. Ja, ein Account bei einem Dienstleister ist also 50 Freunde wert. Ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hat jetzt eigentlich nicht so viel mit, das hat ja mit Datenschutz zu tun. Ja? Also bin ich bereit, meine Freundesliste zu verkaufen dafür, dass ich eine App benutzen kann. Also letztendlich ist es schon wichtig, diesen Wirtschaftszweig der Datensammlung zu hinterfragen, weil eben damit sehr viel gemacht werden kann. Ja? Ob es jetzt Versicherungsverträge sind, die sich plötzlich an deine individuelle Lebenssituation anpassen oder sei es, dass damit Wahlprozesse beeinflusst werden. Da kommt man natürlich schnell in dieses, ja, ich nenne es mal Verschwörungstheorie-Drama. Also es ist ja nicht so, dass das überall passiert. Und es ist jetzt nicht so, dass ein Unternehmen irgendwie Macht hat, wie Geheimdienste, die jetzt irgendwie forschen könnten, was ich mache. Also für den Kontext dieses Kurses ist es schon relevant, sich klarzumachen, welches technische Know-how zum Beispiel Geheimdienste auch haben, um bestimmte Maßnahmen, also um bestimmte Überwachungsmaßnahmen vornehmen zu können. Und diese große Bandbreite, die hat uns ja seinerzeit Edward Snowden durchaus sichtbar gemacht oder öffentlich gemacht. Und es ist natürlich auch schon sinnvoll zu verstehen, dass man sich gegen diese Art von, ich nenne das jetzt mal Angriff, vorsichtig, kaum schützen kann und dass man sehr, sehr viel technisches Know-how braucht und sehr viel dafür tun müsste, um sich gegen die Interessen, die jetzt Geheimdienste haben, verteidigen zu können. Das wird aber auch für die meisten, die jetzt diesen Kurs belegen, sicherlich nicht so relevant sein. Und ob jetzt Geheimdienste über ihren eigentlichen Auftrag hinausgehen mit diesen Tools, die sie haben oder nicht, das ist jetzt auch eine eher politische Debatte, die über diesen Kurs hinausgeht. Aber letztendlich ist es eben etwas, was zu dieser Frage, vor wem wir uns eigentlich schützen müssen, schon relevant. Denn wenn Geheimdienste solche Tools in die Welt bringen, dann können das andere auch und können das auch nutzen. Und das kommt noch, da kommt noch was anderes hinzu, nämlich sehr viele dieser technischen Möglichkeiten, die Geheimdienste oder andere große Institutionen haben, damit die funktionieren, sind damit oft ganz normale Sicherheitslücken verbunden, die jedermann in technischen Geräten hat. Das heißt, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sich mit der Sicherheit, mit der IT-Sicherheit beschäftigt und mit dem, wie wir uns selbst schützen, wenn solche
Sicherheitslücken dafür genutzt werden. Mhm. Ja, also es geht bei diesem Thema Geheimdienst jetzt weniger darum, ob der Geheimdienst Dinge tut, die er nicht tun sollte. Das sind eben politische Diskussionen, mit denen beschäftigen wir uns hier nicht. Und die sind für viele sicherlich auch erstmal im Alltag auch nicht relevant. Sondern es geht eher darum zu verstehen, welche Mechanismen möglich sind, um bestimmte Geräte oder Nutzungsverhalten angreifen zu können oder inwieweit man sich davor nicht schützen kann. Mhm. Also ich habe es jetzt mitgenommen, es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Akteure, die was von meinen Daten wollen und von mir wollen letztlich. Und ich bin durchaus auch in der Verantwortung, mich ein bisschen darum zu kümmern, dass ich mich selber schütze und meine Daten schütze. So ist das. Okay. Und weil das natürlich auch schwer ist, ja, weil das ja eine sehr große, bunte Welt ist an Tools und an Möglichkeiten und Risiken und Chancen, die wir da alle haben, soll eben dieser Kurs Digitaler Selbstschutz dazu beitragen, dass man so einen Weg dahin findet, sich mit diesen Tools auch auseinanderzusetzen und auch zu sehen, dass das alles auch machbar ist und dass man dafür eben nicht der Mega-Experte schon sein muss, aber ein kleiner werden kann. Ja, klingt gut. Dann viel Spaß damit. Danke.